Stell dir vor, es gibt eine Steuer, die die Leute gerne zahlen. Und so oft sie sie bezahlen, danach völlig selig strahlen. Millionen Menschen täten's immer, immer wieder gern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es sehr bald noch mehr wären. Sie würde Unternehmen schaffen, die noch mehr Steuern blechen. Sie würde der Gesundheit dienen und das Verbrechen schwächen. Eine Steuer, die der Steuerzahler liebt. Sag nicht, dass es das nicht gibt. Um diese Steuer zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Legal werden die Rohstoffe bestimmt nur halb so teuer. So entsteht plötzlich eine ganze Menge Spielraum für eine Steuer. Sagen wir 2 Euro pro Gramm, 2000 pro Kilogramm, 2 Millionen für eine Tonne. Und es wächst viel Hanf unter der Sonne. Die ganze Kohle wird verschenkt, einfach im Schwarzgeldsumpf versenkt. Um diese Kohle zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Und auch die Händler zahlen Steuern, halten sich an die Gesetze und schaffen so paar tausend ganz legale Arbeitsplätze. Die Polizei würde entlastet, ganz genau wie die Gerichte. Die Entlastung für die Betroffenen ist eine ganz andere Geschichte. So manchen Steuerzahler, nur weil er gern mal einen qualmt, hat dieses Scheißgesetz schon seine Existenz zermalmt. Wenn man sein Hasch in staatlich kontrollierten Läden kaufen könnte, wäre das ein paar Milliarden Euro mehr für Arbeit, Bildung, Rente. Um die Milliarden zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Wie viele, die jetzt völlig nutzlos hinter Gittern sitzen, könnten, wenn sie frei wären, der Gesellschaft viel mehr nützen. Statt Kosten produzieren, ihren Teil beitragen. Und die Zivilen, die heute hier rumhängen, könnten Terroristen jagen. Ich kann das alles nicht kapieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren.